Hallo ihr Lieben, ich habe für euch heute ein super Rezept und zwar, dieses Wetter heute hat mich sehr inspiriert dazu, nämlich es ist ein richtiges Schwitzwetter. Ich habe für euch eine natürliche Deo, die ihr einfach lieben werden. Ich persönlich benutze industrielle Deo schon lange nicht mehr, weil das meiste mit Aluminium sind. Und das Bio-Produkte habe ich natürlich verschiedene Deos probiert, aber es hat nicht funktioniert. Die Wirkung ist nicht so toll, aber das hier ist top. Ihr könnt Marathon rennen, ihr werdet nicht schwitzen und es bleibt alles ganz schön sauber. Was habe ich hier für euch? Ich habe hier diese Messlöffel, das ist ungefähr eine Esslöffel Kokosöl. Das ist schön flüssig, weil heute besonders heiß ist. Und dazu tue ich für diese Menge hier einfach einen Teelöffel Natron. Kokosöl ist antibakteriell, entzündungshemmend. Kaisernatron ist auch antibakteriell wie Kokosöl und sorgt dafür, dass wir schön trocknen bleiben, vor allem nicht riechen. Und das ist ganz fantastisch. Wenn du das Ganze potenzialisieren möchtest, würde ich dir empfehlen, ätherisches Öl aus Lavendel, weil das pflegt die Haut, ne? Weil wir rasieren uns auch und das wird nicht schlecht. Diese Menge hier, die ich gemacht habe, mit einem Esslöffel Kokosöl und einem Teelöffel Natron, reicht für mich fast 4 Wochen. Also ich benutze nicht sehr viel, weil ich schwitze sehr wenig und das kannst du einfach mitnehmen, überall wo du hin möchtest. Kostet so gut wie nichts, ist nichts toxisch und ist fantastisch. Ich hoffe, dass der Tipp war gut für dich. Probier das aus. Ihr wisst ja, die beste Überzeugung ist das Ergebnis selber. Ciao, ciao.